Hi und herzlich willkommen auf dem Mission Beautiful Kanal. Mein Name ist Maxim vom YouTube-Kanal Maxim Giacomo und ich möchte mit euch heute über Masken gegen trockene Haut sprechen. Aktuell ist das Wetter, naja, nicht ganz so schön. Es ist kalt, drin ist es warm, wir haben die Heizung an und das Erste, woran ich merke, dass meine Haut darunter leidet, ist an trockenen Stellen. Und ich habe heute einige Produkte für euch hier, mit denen wir so ein bisschen aktiv gegen Hautunreinheiten, gegen trockene Haut und gegen, ja, so ein bisschen fahle Haut gehen können. Und dafür habe ich einige Masken für euch vorbereitet, die ich mit euch alle nacheinander auftragen möchte, um euch einfach zu jeder Maske so ein paar Tipps und Tricks zu geben. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da gebe ich euch einen kleinen Hack, mit dem ihr zeitgleich verschiedene Problemzonen in eurem Gesicht bekämpfen könnt. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht und der erste Schritt, den ich mache, wenn ich mir einen Hautpflegeabend vornehme beispielsweise, ist, ich schaue ganz genau, was braucht meine Haut gerade und in welche Richtung soll die Pflege gehen. Aktuell, dadurch, dass die Heizung gerade an sind und es so ein bisschen kälter draußen ist, leidet meine Haut vor allen Dingen unter trockenen Stellen. Ich habe aber auch das Problem, dass es hier in meinem Porenbereich so ein bisschen öliger ist. Und dafür habe ich verschiedene Masken, die genau gegen die Probleme helfen. Die erste Maske ist die ANU Radiance Maximizing Gold Mask. Das ist eine Peel-Off-Maske von Avon. Und das Coole bei der Maske ist, ihr könnt sie ganz einfach auftragen und nach 15 bis 20 Minuten einfach abziehen. Ich habe ein cooles Produkt noch für euch, was ich euch unbedingt zeigen möchte, was die Applikation von solchen Masken viel, viel einfacher macht. Ihr könnt mit dem Applikator, der übrigens doppelseitig ist, wir haben hier einmal so einen Silikonspatel und eine Pinselseite. Und damit könnt ihr perfekt die Maske auftragen. Die ANU Radiance Abziehmaske hat echte Goldpartikel und Goldpigmente mit drin und sorgt dafür, dass sie Unreinheiten und trockene und schuppige Haut ein bisschen entgegenwirken könnt. Zeitgleich entfernt sie Verunreinigungen und abgestorbene Hautzellen und sie hilft, die Hautstruktur zu verbessern und das schon nach einigen Anwendungen. Und ich liebe es, wenn Produkte sehr schnell wirken und man sofort einen Effekt sieht. Wir tragen das Ganze einmal auf. Tragt die Maske am besten auf trockene Haut auf. Ich benutze dafür auch meinen Hilfsapplikator und nehme die Silikonbürste, denn die Peel-Off-Masken, die trocknen so ein bisschen an und dadurch könnt ihr perfekt mit dem Spatel die Maske auftragen. Ich habe die Maske einmal für euch aufgetragen und ihr könnt schon sehen, wie schön sie schimmert. Kleiner Tipp von mir, achtet darauf, dass keine kleinen Härchen mit in der Maske landen. Das erleichtert euch den Abzug der Maske am Ende wesentlich. 20 Minuten später, ihr seht schon, dass sich die Maske ganz leicht lösen lässt. Ihr müsst einfach euch nur so einen kleinen Bereich nehmen und dann könnt ihr die Maske super einfach von eurer Haut ziehen, ohne dass es wehtut. Und so ist das fertige Ergebnis. Die Haut fühlt sich super schön weich und geschmeidig an. Ich möchte mit euch aber noch eine zweite Maske benutzen und das ist die ANU Protinol Hydrogel Plumping Maske von Avon. Da ist Protinol mit drin und dann habt ihr eine zweiteilige Gelmaske. Ich finde es super, dass die Maske in zwei Teile aufgeteilt ist. So könnt ihr sie perfekt an euer Gesicht anpassen. Da ich ein Bart habe, benutze ich auch eigentlich immer nur die eine Seite. Das Schöne ist, ich kann die andere Seite wieder in die Verpackung machen und heute Abend nochmal benutzen und kann sie mir dann auch so zurechtschneiden, wie ich sie brauche. Ihr könnt euch den unteren Teil beispielsweise auch gerne auf den Hals legen. Dadurch sorgt ihr einfach hier für so ein bisschen mehr Feuchtigkeit und ein bisschen mehr Straffung. Und das Ganze lassen wir 15 Minuten einwirken und dann schauen wir mal, wie meine Haut hier nach aussieht. 15 Minuten sind vorbei und ich glaube, ihr seht sofort den frischen Kick auf meiner Haut. Die Haut strahlt richtig und fühlt sich richtig schön prall und voll an. Eine meiner absoluten Lieblingsmasken, wenn es mal wirklich ein bisschen schneller gehen soll, ihr aber keine Lust auf aufwendige Beauty-Rituale habt. Als nächstes habe ich aber noch zwei andere Masken für euch. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Hack. Und das ist im Moment super beliebt und bekannt. Und das ist Multimasking. Multimasking heißt, dass ihr mehrere Masken zur gleichen Zeit auf euer Gesicht gebt. Und ich habe hierfür einmal die Avon Care Replenishing Moisture Face Maske mit Avocado für trockene und sehr trockene Haut. Hier sind nämlich auch noch Omega-3-Fettsäuren mit drin und das sorgt dafür, dass die oberste Hautschicht von euch einfach richtig schön prall und mit Feuchtigkeit versorgt wird. Meine Problemzone bei trockener Haut ist vor allen Dingen die Stirn und so ein bisschen der Wangenbereich. In der T-Zone habe ich aber eher ölige Haut. Das hatte ich euch eingangs ja schon gesagt. Und dafür möchte ich die Perfectly Purifying Maske benutzen. Und die sorgt dafür, dass abgestorbene Hautzellen entfernt werden, eure Poren optisch verkleinert werden. Und hier ist sogar Meersalz mit drin und mineralreicher Schlamm, der einfach eure Haut so ein bisschen verwöhnt. Und diese Maske trage ich mir in meinem T-Zonenbereich auf, da wo meine Poren vergrößert sind.
und wo ich sie ein bisschen minimieren möchte. Auch hierfür benutze ich wieder meinen Maskenapplikator. Ich nehme hierfür den Silikonapplikator und trage mir diese Maske einfach im T-Zonenbereich auf. Die Maske duftet wirklich wie ein Spa-Besuch. Super frisch, bisschen holziger. Die Maske könnt ihr ein- bis zweimal wöchentlich benutzen. Das reicht auch schon, um eure Poren so ein bisschen zu verfeinern und so ein bisschen zu reinigen und von toten Hautzellen zu befreien. Im Rest meines Gesichtes benutze ich die Avon Care Maske. Hier ist es bei mir sehr, 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 sehr trocken. Ich habe natürlich jetzt mit den vorangegangenen Masken schon viel geschafft, aber ich möchte die euch auch nochmal zeigen. Und zwar sind da Omega-3-Fettsäuren mit drin. Und die trage ich mir einfach mit der anderen Seite hier auf. Das ist nämlich so eine gelartige Maske. Und mit dem Pinsel könnt ihr die Maske sehr gut verteilen, ohne dass ihr zu viel Produkt benutzt. Wenn ihr ganz viel Zeit und Lust auf Selbstverwöhnprogramm habt, könnt ihr Masken auch gerne an eurem Dekolleté und am Hals auftragen. Dafür eignen sich solche Masken sehr, sehr gut. Beide Masken lasse ich jetzt 15 bis 20 Minuten einwirken. Und in der Zeit kann man sich einen schönen Film anmachen oder so ein bisschen um andere Sachen kümmern, für die man sonst keine Zeit hat. Vielleicht ein gutes Buch oder eine schöne Tasse Tee. Und dann ist die Haut auch optimal mit Feuchtigkeit versorgt. Wir haben Protinol, wir haben Avocado, Omega-3-Fettsäuren mit drin und Meeresextrakte. Und ich finde das super schön und auch super wichtig in der jetzigen Zeit ein bisschen mehr auf sich und auf seine Haut zu achten. Und das kann man mit Masken zu Hause natürlich auch immer sehr gut machen. Ich habe die Masken einmal abgewaschen und ich glaube, auch hier könnt ihr sehen, wie frisch, prall und saftig meine Haut aussieht. Super schön, die Haut fühlt sich sehr gut durchblutet an, an den Stellen, wo ich die Purifying-Maske benutzt habe und hier, wo ich die feuchtigkeitsspendende Maske benutzt habe, weiß ich, der Haut geht's jetzt gut. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne mit unten in die Kommentare stellen. Ich danke euch, dass ihr heute mit hier wart und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf dem Vision Beautiful-Kanal wieder. Passt auf euch auf!